wird das Gaspedal durchgedrückt und bis zum Ende wird so gehalten. K.O. oder Submission, es wird auf jeden Fall vorzeitig werden. Du bist der Champion, geh deinen Verpflichtungen nach und kämpf mich endlich. Es wird vorzeitig enden, das verspreche ich. Andreas, was geht ab? Die Saison 2023 wird der Hammer! Oh ja, und es gibt so viele Sachen, auf die ich mich freue. Wir haben gesehen, die Venues, die wir schon kennen im Maritim, die bespielen wir natürlich auch. Das hat was. Diese Atmosphäre da drin, das ist was ganz Besonderes. Aber NFC wird größer. Größere Hallen, größere Kämpfe und insgesamt einfach mehr Action. Und das ist genau das, was ich will. Ja, und ich glaube, es ist auch der logische nächste Schritt. Also wir haben es ja immer wieder im Schlagwort-Podcast gelesen, die Schlagwort-Nation, die sagen, Mensch, kommt doch mal hier hin, kommt doch mal da hin, wann kommen die größeren Hallen? Wir haben in den letzten Events immer wieder das Problem gehabt, dass wir relativ zeitnah auch schon Sellouts hatten. Das heißt, in den letzten Wochen vor dem Event gar keine Tickets mehr rausgehen konnten. Deswegen war die logische Konsequenz ja im Prinzip auch in größere Hallen zu gehen, in neuere Städte zu gehen. Und natürlich können wir es auch 2023 wahrscheinlich noch nicht jedem recht machen. Also ich weiß, dass Leute gerne hätten, dass wir nach Kiel kommen und nach Mallorca kommen und was weiß ich. Aber ich glaube, mit Dortmund und mit München und mit einer größeren Halle in Bonn haben wir, glaube ich, schon mal einen guten Weg gefunden. Definitiv. Und auch einen Weg, der MMA so ein Stückchen weiter ins Mainstream bringt. Ich sag mal, die Hallen, die wir da haben, die sind ja auch für andere Sportereignisse bekannt und vielleicht zieht man dann auch nochmal den einen oder anderen, der eben gerne da in die Halle geht und vielleicht mal ein Plakat sieht oder so mit dazu, und so können wir auch diesen wunderbaren Sport weiter wachsen lassen. Und nicht zu vergessen, auch für die Athletinnen und Athleten wird das nochmal eine neue Bühne sein. Ich sag mal, im Westfalenstadion zu kämpfen, das wäre zu meiner aktiven Zeit auch was gewesen, womit du mich hinterm Ofen hervorgelockt bekommen hättest. Und ja, ich glaube, dass das auch langsam, aber sicher auf eine Bühne kommt, wie wir uns das wünschen und wie wir uns das vorstellen und wie wir es auch einfach brauchen und wie die Szene es verdient hat. So. Ja, also fürs Westfalenstadion reicht es zwar noch nicht ganz, das machen wir dann vielleicht 2024, aber zumindest für die Westfalenhalle. Und das ist natürlich auch, du hast es gesagt, Andreas, der Leuchtturm-Event 2023, ganz klar. 25.03. ganz dick schon mal im Kalender markieren, dieses Datum. Das wird der größte Event im kommenden Jahr und das wird natürlich auch die Top-Fight-Card im kommenden Jahr. Und der Headliner, der steht ja jetzt schon fest. Wir haben es gerade gesehen, Andreas. Max Koga gegen Mert Özyurdin im Kampf, der dann fast ein komplettes Jahr in the making war, wenn man so möchte. Also im April vergangenes Jahr hat Mert ja den Titel gewonnen und danach direkt gesagt, ich würde gerne am liebsten gegen Max Koga verteidigen. Und jetzt ist fast ein Jahr rum und es kommt zu diesem Kampf. Und wie viel Geschichte steckt momentan dahinter? Wahnsinn. Ja, wie viel Geschichte und von einem sehr respektvollen Miteinander schon fast haben wir schon ein etwas angespanntes Gegeneinander. Und ein paar Tage sind ja noch Zeit bis dahin. Ich glaube, die Gemüter werden sich weiter aufhitzen. Und das ist ja auch das, was man sehen will in dieser Kulisse. Und ich bin mir sicher, dass da auch noch der ein oder andere Knaller zeitnah dazukommt. Und ich glaube, das sollte keiner verpassen dann draußen, der sich MMA-Fan schimpft in Deutschland.
Genauso sieht es aus. Also ihr habt die Termine jetzt vor euch, könnt ihr euch dick im Kalender anstreichen. Tickets gibt es unter der bekannten Adresse fighting.de/tickets. Da könnt ihr euch die Karten holen für all diese Events. Ich kann die Termine ja noch mal kurz nennen. Los geht's am 18. Februar in Bonn. Da ging die Reise ja eigentlich los mit NFC in den Maritim Hotels. Das ist quasi so ein Back to the Roots. Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Wir bleiben natürlich den Maritims treu, denn auch diese Kämpfe in dieser Atmosphäre in den Maritimseelen, das haben wir von Kämpfern gehört, das haben wir von Zuschauern gehört. Die ist unvergleichlich. Dieses ganze Feeling aus dem Hotelzimmer mit dem Fahrstuhl direkt in die Veranstaltungshalle, das wollen wir uns natürlich beibehalten. Deswegen wird es auch immer diese Maritim-Events geben in unserem Kalender, in unserem Wettkampfplan. Und dann geht es aber direkt schon mit dem zweiten Event weiter. NFC 13, 25.03. in Dortmund, in der Westfalenhalle, in Düsseldorf im Maritim-Hotel am 27. Mai. Telekom Dome in Bonn, da freue ich mich auch. Was für eine geile Halle, eigentlich bekannt für Basketball. NFC 16 in München, mit denen haben wir eh noch eine Rechnung offen, mit dem Showpalast. Sensationelle Halle. Eigentlich sollte es da ja 2022, also in diesem Jahr, schon eine Veranstaltung geben. Die hat aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Nächstes Jahr greifen wir da an und der große Jahresabschluss, den gibt es wie immer im Maritimhotel in Düsseldorf. NFC 17 am 16. Dezember. Tickets, wie gesagt, unter fighting.de/tickets. Jeden Event seht ihr wie immer in der Basic-Mitgliedschaft bei Fighting auf YouTube und natürlich könnt ihr euch die Mainfights auch weiterhin im Fernsehen anschauen mit unserem Übertragungspartner Sport1. Ich bin heiß, Andreas Kranjotakis. Auf jeden Fall und so schön es ist, dass wir diese Optionen haben, dass ihr das im Free-TV schauen könnt, zumindest mal die letzten drei Kämpfe, dass ihr über den Kanal gucken könnt und wir freuen uns natürlich auch über jedes Abo, aber sind wir doch mal ehrlich, da zu sein, live dabei zu sein, das ist etwas, was man nicht vergisst. Also jedes MMA-Event, auf dem ich war, und das waren schon einige, sind Dinge, an die ich mich erinnere. Und wie du weißt, Marc, ist mein Erinnerungsvermögen gar nicht so gut. Das heißt, diese Events sind wirklich so eindrucksvoll, dass man einfach ein Stück Geschichte mitnimmt und ein Stück MMA-Geschichte mitnimmt. Und ich bin mir sicher, dass da einige epische Dinge passieren werden bei diesen Events im nächsten Jahr. Holt euch lieber schneller die Tickets, denn die kleinen Events sind sowieso eigentlich safe immer ausverkauft in den Maritimhotels, beziehungsweise kleineren. Du hast ja noch eine Sache vergessen, nicht nur man kann vom Zimmer aus direkt in die Halle und so, sondern man frühstückt einfach auch mit den Kämpfern dann am nächsten Morgen. Ja. Also so nah ran kommt man super selten. Das Ding hat einfach auch was ganz Besonderes, einen besonderen Flair. Aber auch die größeren Venues, die guten Tickets werden wahrscheinlich auch schnell vergriffen sein. Deswegen holt's euch jetzt. Weihnachten steht vor der Tür. Holt euch Weihnachtsgeschenke für eure Lieben oder lasst euch beschenken damit. Lasst die Leute wissen, was ihr euch wünscht. Und dann lasst uns das nächste Jahr so richtig durchstarten mit der deutschen MMA-Community. Ich freue mich unglaublich. Mehr ist dem nicht hinzuzufügen, liebe Freunde. Holt euch die Tickets, schlagt zu, solange es noch geht. Das war's von uns für heute. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein. Bleibt cremig. Wenn das Gold wieder an seinem rechtmäßigen Platz ist, weiß ich auf jeden Fall besser, welche Verantwortung ich habe und wie ich damit umzugehen habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich lebe, wie ich trainiere, wie ernst ich das nehme und tätigt einfach blind Aussagen, was für mich einfach unverschämt ist. War er wirklich verletzt, frage ich mich dann einfach. Ich fühle mich einfach ein bisschen verarscht. Will man mich jetzt umgehen? Jetzt im Dezember passt es ihm halt auch nicht. Keiner steckt in meinen Schuhen, nur ich weiß am besten Bescheid, was ich alles zurückgeschraubt habe. Und dann sowas zu hören irgendwie, dass ich nicht professionell wäre, dass ich nicht irgendwie alles dem unterordne, das macht einen einfach nur wütend. Ich hab's euch gesagt, Mann, der hat was mir gehört! Meins! Merd, wir haben unfinished business. Ich will letztendlich, lass uns mal im Cage treffen. Du bist der Champion, geh deinen Verpflichtungen nach und kämpf mich endlich. Bei mir wird das Gaspedal durchgedrückt und bis zum Ende wird so gehalten. K.O. oder Submission, es wird auf jeden Fall vorzeitig werden. Es wird vorzeitig enden, das verspreche ich.